Welcome back, Freunde der guten Unterhaltung, zu einer weiteren fortschrittlichen Folge Elex 2. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klicke einmal heftigst auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Alles klar, wunderbar. Machen wir mal weiter an dieser Stelle hier. Wir müssen Hetzer töten. Die ersten Hetzer sind angekommen. Ein erster Trupp ist unterwegs. Ein Aufklärungstrupp. Und den müssen wir beseitigen. Und wir haben... Warum haben wir... Wo haben wir den Dex gelassen, Fox? Wo ist denn mein Sohnemann? Gott, ich bin ein rabenschlechter Vater. Dex? Wo ist mein Sohn? Mein Sohn ist verloren gegangen. Naja, das Jugendamt wird sich schon drum kümmern, würde ich mal behaupten. Aber wir könnten rein theoretisch hiermit viele Fragen. Da müssten wir ja angezeigt bekommen. Es steht da unten. Warum steht mein Sohn da unten? Beim Baumeister. Ah, Kinder. Immer muss man ein Auge drauf werfen. Da bin ich wieder. Ja, schön. Was bedeutet das Wort Bastard eigentlich? Wo hast du das denn gehört? Die Kinder im Fort haben mich oft so genannt. Ich weiß nicht, was es heißt, aber es klang nicht nett. Ich hätte wirklich öfter bei euch vorbeischauen sollen. Hör nicht auf das Gerede, mein Junge. Manchmal sind die anderen Kinder ganz schön doof, nicht wahr? Hör nicht auf die anderen Kinder, Dex. Die reden nur Scheiße. Und ja, ich gebe ja zu, ich war nicht immer für dich da oder im Grunde nie, aber wir holen ja jetzt die Zeit nach. Ne? Also Daddy bringt dir jetzt alles bei, was du wissen musst. Und viel musst du an sich eh nicht wissen, also haben wir das im Grunde auch gleich erledigt. Alles klar. Auf zu den Hetzern. Jetzt wird's gefährlich, Dex. Schnall dich an. Wir sind einmal hier, das heißt, wir starten einmal hier durch. Ich renne jetzt immer. Ich will jetzt Dex nicht immer hinterher rennen. Was ist denn mit dem Jungen? Steht immer noch da. Kinder, ey. Kann er nicht porten, oder was? Was ist mit Dex? Naja, gut, ich sag mal so, ist eher ein bisschen gefährlicher hier, dementsprechend. Räume ich erstmal auf. Aber ich bin ein bisschen verwundert, dass er nicht mit teleportieren kann. Ich meine, ihr habt gesehen, dieser Junge besitzt die Fähigkeit, 10 Meter irgendwo runterzuspringen und sich nicht die Beine zu brechen. Aber er kann nicht teleportieren. Beziehungsweise eigentlich hat uns ja schon bewiesen, dass er teleportieren kann. Ah, ich muss diesem Jungen noch viel beibringen. Sehr, sehr viel. Mann, was haben wir denn hier für eine Mückenplage? An sich sind die ja One-Shot, wenn man sie treffen würde. Boom. Na, den da oben lassen wir nochmal. Dann würde ich sagen, nehmen wir Dex immer für die Operationen um die Bastion mit. Ich würde ihn eigentlich jetzt schon öfter mal mit dabei haben. Ich fände es ja immer noch cool, wenn man dann Dex in Teil 3 spielen würde. Hier war ich nicht. Alter. Gibt's noch Loot? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
aber umso besser. Könnte an sich auch versuchen, Dex jetzt nochmal abzuholen. Oh, Kartenstück, sehr wichtig. Dex nochmal abzuholen und dann einfach mit dem Chatpack mal herzufliegen. Vielleicht ist er dann mit dabei. Ich meine, der Junge muss was lernen. Er muss auch wissen, dass die Welt da draußen, vor allem jetzt diese postapokalyptische Welt, dass sie halt gefährlich ist. Oh. Was macht Fox da? Er teleportiert sich einfach mal mitten in die Menge rein. Geil. So, lay down, please, lay down. Okay, weiter geht's. Pumpgun! Gott sei Dank, Mann. Gibt's die Pumpgun. Ja, die halten aber schon ein bisschen mehr aus. Weg. So, schön fokussiert, Fox. So, du lenkst sie ab und ich schieße in den Rücken. Au. Was hat der so getrifft? Au. Nachladen. Feuer. Schnell mal was züffeln. Was war das auf der 7? Ne, das war was zum Essen. 6 noch. Ja. Hab schon wieder ein paar Tage durchgespielt, Leute. Muss erstmal wieder kurz reinkommen. Mann, da hätte mein Sohnemann jetzt aber einiges lernen können. Gut, die Hetzer sind beseitigt. Die haben auch mal gut Asche dabei, ha? Huh? Ich war noch gar nicht fertig hier mit Looten, Mann. Aber Fox, geniale Aktion. Einfach in die Mitte rein teleportieren. Einen auf Held machen. Ich sage, Fox ist ein guter Teammate. Zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube, Fox ist eh so eine kleine Rampensau. Und ich baller dann alle weg. Oh, schön. Endlich wieder mal ein paar Keepern hier. Oh, gut, dass ich unterwegs einen Händler getroffen habe, der genügend Nahrung dabei hatte. Munition wäre aber auch noch toll gewesen. Unmittelbar vor dem Fort bin ich einer Horde Monster begegnet. Die Berserker sollten etwas gründlicher sein bei der Jagd. Zwei von den Biestern sind mir gefolgt. So schnell bin ich noch nie gerannt. Zum Glück konnte ich mich noch rechtzeitig auf dem Dach verstecken. Erstaunlich, was für Kräfte freigesetzt werden, wenn man in Panik ist. Heute ist schon die zweite Nacht, die ich hier ausharren darf. Hoffentlich vergeht denen bald der Appetit und sie verziehen sich. Der Mann hat sich anscheinend auch verzogen. Aber er hat die Kaugummis nicht mitgenommen. Dabei ist es doch so wichtig, in der postapokalyptischen Welt gut zu riechen aus dem Mund. Gut. Okay, wir müssen im Grunde eigentlich zurück zu Adam. Wo haben wir den Feldherrn? Den haben wir hier. Sohnemann! Ich hole jetzt nochmal schnell Dex ab. Und dann probieren wir das mit hinfliegen. Weil teleportieren geht ja anscheinend nicht. Halt, falsche Richtung.
Oder bringt es was, wenn ich Fox hier lasse und nur meinen Sohn mitnehme? Ich weiß es nicht. Da bin ich wieder. Gut. Ich bin froh, dass du kein Alp-Commander mehr bist. Wieso? Die Alps sind immer so steif und unfreundlich, wie das Eisland, in dem sie wohnen. Vielen von ihnen fehlt es an Emotionen wegen der großen Mengen Elix, die sie zu sich nehmen. Also ich glaube ja, das kommt von diesen weißen Plastikplatten, die sie tragen. Darin muss es doch eiskalt sein. Ich hatte auch mal so eine Plastikplatte an. Kalt war mir aber nicht. Ich schweige jetzt mit Absicht, ne? Nicht wundern. Aber ich mag hier diesen Ort. Ich lasse einfach mal auf mich wirken. Und ab hier wird's wieder grau und mau. Und dein Vater? Wie war der so? Oh, meinen richtigen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich bin bei den Alps aufgewachsen und wusste bis vor einigen Jahren gar nichts von meiner Herkunft und meinen leiblichen Eltern bei den Berserkern. Und Vardek, mein Ziehvater. Ja, er war ein Alp-Commander, genau wie ich früher. Lebt Vardek noch? Das weiß ich nicht. Es kann schon sein. Ich habe ihn seit damals nicht wieder gesehen. Vielleicht ist er noch irgendwo da draußen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Was macht der denn hier? Auf geht's, Fox. Wir müssen meinen Sohn beschützen. Ach, bin ich ein guter Vater. Nur für meinen Sohn nehme ich jetzt diesen Laufweg in Kauf. Normalerweise bin ich ein bisschen fauler. Teleportiere mich lieber. Aber so kommen wir an sich wieder ein bisschen zum Anfang zurück. Guten alten Zeiten. Folge 1 und 2. Das war doch Zeiten. Da waren wir noch ein richtiger Schwächling. So, da haben wir ja den Feldherrn. Beziehungsweise erstmal einen seiner Krieger. Ach, er war das. Ja, richtig. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Noch ein Krieger, der bringt uns auch nicht wirklich weiter. Dem da hinten, der hat noch irgendwas zu sagen. Der Schmied. Dann können wir wahrscheinlich nur was lernen. Brauchen wir jetzt nicht. Gut, dann quatschen wir mal mit ihm. Was würdest du sagen, wenn ich dir ein Kommando einer größeren Truppe mit festem Standort anbiete? Ich bin Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflichten. Du könntest vielen Menschen damit helfen. Das tue ich hier auch. Das, was ich dir anbiete, ist noch einmal eine Nummer größer, aber wie du willst. Hey, warte mal. Von welcher Truppe sprechen wir? Das ist das Problem. Sie befindet sich gerade im Aufbau. Wir reden hier aber nicht von irgendeiner krummen Sache, oder? Nein, hier geht es eher um das Überleben der Menschheit und den Krieg gegen diese fremden Eindringlinge. Ach, du meinst diese sechste Macht in der Bastion? Du weißt davon? Dieser alte Mann, der die letzten Tage hier vorbeikam, sprach davon. Ich glaube, Adam war sein Name. Alles klar. Dann weißt du ja, worum es geht. Das ist also kein dummes Geschwätz, nein? Nur wenn Männer wie du und ich daran tatkräftig mitarbeiten.
Hört sich an, als würdest du über einen solchen Kommandowechsel nachdenken. Zugegeben, die Worte dieses alten Mannes waren schon sehr überzeugend. Ja, das kann er. Nun, ich wäre gerne dabei, aber ich kann hier nicht weg. Das Weltenherz hat oberste Priorität. Dann lass dich doch ablösen. Das ist eine gute Idee. Ich wüsste auch schon von wem. Es gibt da einen Kerl im Fort, der mir noch einen großen Gefallen schuldig ist. Sein Name ist Brambart. Ach ja. Er ist zwar nur Erzberserker, jedoch hat er große Ambitionen, unser Land zu verteidigen. Brambart kenne ich. Der ist manchmal ein bisschen träge. Mag sein. Doch wenn er hört, worum es hier geht. Dieser Wachdienst hier wäre so etwas wie eine heilige Pflicht für ihn. Die meiste Zeit hält sich Erzberserker Brambart irgendwo im Wohnviertel des Forts auf. Ein sehr gewissenhafter Kerl. Du wirst ihn mögen. Wenn du das sagst. Ja, ich kenne ihn ja schon. So, Fox, wir sind jetzt wahre Freunde, oder wie? Sind wir jetzt am Maximum unserer Beziehung angekommen? Wenn ja, könnte ich dich ja eigentlich mal ersetzen, oder? So viel zur wahren Freundschaft. Ja gut, wir müssen einmal zu den Berserkern. Und jetzt möchte ich mal ausprobieren. Ich meine, wir müssen ja eh wieder hier zurück dann. Wenn ich jetzt hier hin teleportiere, kommt jetzt Dex dann mit oder nicht? Oder bleibt er jetzt dann da stehen? Nö, er kommt nicht mit. Gäbe es dann nur noch die Option, dass ich Fox mal kurz abstelle und das dann nochmal probiere. Warlord Tialk braucht eine Unterstützung bei seinem Weltenherz in Caracas. Ach ja, das kommt jetzt vielleicht im Moment etwas ungelegen. Ich habe gerade eine Menge zu tun. Hast du nicht gesagt, man müsste sich mehr um Caracas kümmern? Ja schon, aber... Ach, weißt du was, ich schulde Tialk eh noch einen Gefallen. Also werde ich den Kram, der hier auf mich wartet, erst einmal liegen lassen und meinen Freund unterstützen. Das hört sich gut an. Ja, aber dann muss ich sofort losgehen, bevor mich noch jemand abfängt und mir eine weitere Aufgabe zuteilt. Solltest du vor mir bei Tialks Weltenherz sein, dann sag ihm, dass ich unterwegs bin. Bis bald. Yep, ich werde vor dir da sein. Okay, Dex steht jetzt hier. Dann würde ich mal sagen, probiere ich das jetzt sehr schön gleich mal aus. Mein lieber Fox. Ach so, mit dem habe ich ja hier noch einen Mutantenquiz. Ganz vergessen, du. Aber erstmal... Ich brauche dich nicht mehr. Will ich das mal ausprobieren. Ob es wirklich daran liegt, dass wir zu viele Leute sind. Packe ich jetzt nochmal Dex ein. Da bin ich wieder. So, und ich hoffe, du bleibst jetzt bei mir. Willst du die Welt von den Eindringlingen befreien? Einer alleine wird da wohl nicht reichen. Die Menschen selbst müssten das bewerkstelligen. Sie müssten sich mit aller Kraft gegen die Invasoren wehren. Und wenn sie das nicht tun? Dann werden wir alle lernen müssen, mit den Invasoren zu leben. Wenn sie uns leben lassen. Im Moment sieht es leider aber nicht danach aus. Du wirst schon eine Lösung finden. Na sicher finde ich eine Lösung. Nennt sich Pumpgun. Kann man da noch was rausholen? Ich bin ein wenig eingerostet. Kannst du mir dabei helfen? Natürlich. Ich kann versuchen, dich wieder fit zu machen. Du musst nur fragen. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Ja, gut, dachte ich mir schon. Nahkampf. Das brauche ich jetzt nicht, aber... Wir könnten rein theoretisch wirklich noch ein bisschen Lebenspunkte... ergattern. Kostet auch nicht viel. Lernpunkte können wir eh richtig viele machen mit den Tränken. Holen wir doch gleich mal nochmal Lebenspunkte. Ausdauer, ja, Ausdauer habe ich bisher nicht gebraucht eigentlich.
500 kostet das. Nee, da ist mir der Lernpunkt dann doch zu schade. Da müsste ich Stufe 3 von haben. Dann bräuchte ich Konstitution 60. Nee. Das lassen wir nochmal. Einmal reicht erstmal. Ernstberserker Brambart wird deinen Wachdienst beim Weltenherz übernehmen. Was? Du hast ihn tatsächlich überzeugt? Ich bin beeindruckt. Er wollte sowieso irgendwann nach Caracas kommen. Dann kann ich euch bei eurem Plan mit der sechsten Macht unterstützen. Amadi, Eloquini, Drabona. Was meinst du? Na, sorry, Plattenhänger. Hab ich schon wieder irgend so ein wirres Zeug daher geredet? Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich dir darauf antworten soll. Schon gut, vergiss das. Okay, ich gehe schon mal rüber zur Bastion und sehe mir die Sache genauer an. Wir sehen uns dort. Na, das wird dir noch interessant. Bin schon gespannt auf die Bastion. Ich muss mir erst einmal ein Bild von dem Material und den Leuten dort machen. Keine Ahnung, was er erwartet. Das wird noch höchst interessant. Irgendwas versucht Kontrolle über mich zu übernehmen. Aber schaffen wird's es nicht. Nee, nicht mit mir. Gut, dann jetzt nochmal der Versuch zu porten. Wir müssen ja eh nochmal zurück jetzt hier zu Adam. Komm schon, Sohnemann. Jawohl, jetzt geht's. Alles klar, dann lag's am Fox. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal einen Sohnemann mit. Habe ich irgendwie Bock drauf. So, ich glaube, ich habe jetzt erst einmal genug. Ich gehe wieder zurück. Nee. Gut, dann sehen wir uns später. Ach ja, eine Frage hätte ich noch. Deine schöpferische Kraft, wie groß würdest du sie einschätzen? Riesig. Also bist du eher der zerstörerische Typ oder ist es dir wichtiger, Dinge zu erschaffen? Erschaffung in dem Fall. Weißt du, Dex, es kommt immer auf die Situation an. Okay, abzuwägen ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, die Dinge zu regeln. Das ist sehr interessant für mich. Ich hatte ja noch nicht so oft die Gelegenheit, mit dir über all diese Dinge zu sprechen. So, aber jetzt gehe ich. Ja, schön. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Vater. Pass auf dich auf. Ich hab gerade gesagt... Mach ich. Ich hoffe, du schaust ab und zu mal wieder bei uns vorbei. Hallo, Sohnemann. Du kommst jetzt wieder mit? Befehle es dir als dein Vater. Oh, da kommt Nyra. Hey, Täubchen. Bist du mich einfach eiskalt ignoriert? Ich glaube, es hakt. Nur weil ich jetzt kein Alp mehr bin, kehrt sie mit in den Rücken zu. Ja, Dex, gut, dann halt nicht, ne? Ich dachte, ich hole jetzt mal die Erziehung nach, aber dann... Lecco mio. Mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Fertig, aus. Das heißt, ich kann jetzt wieder irgendeinen Begleiter mit einpacken und ich hätte jetzt tatsächlich Bock auf... Ja, richtig. Gebot der Reinheit. Fremde Substanzen sind gefährlich. Wo steht er denn? Hier. Also entweder Fox oder auch Kaya. Ich denke mal Kaya... Ne, wir packen Kaya wieder mal mit ein. Bei Kaya stehen die Gude. Letztens stand sie noch hier unten. Die ist immer irgendwie unterwegs, ne? Wo ist Kaya? Kaya, wo bist du? Ne, hier ist sie wieder nicht. Wo ist Kaya? Kann man da irgendwie zu den Leuten springen oder so? Charaktere. Kaya. Kann ich mir aber nicht anzeigen lassen. Das ist schade. Muss ich die jetzt immer suchen, oder was? Obwohl, wir haben ja hier, glaube ich, auch noch... Hier, Kaya ist schockiert. Muss hier hin? Was haben wir denn hier eigentlich für eine Quest? Kaya ist schockiert. So langsam begreift sie die Ausmaße ihres Sinneswandels und ihres Handels.
Die Menschen beginnen Angst vor ihr zu bekommen und werden daher bald nicht mehr, werden ihr nicht mehr vertrauen, wenn sie so weitermacht. Sie braucht ihre Zeit, um es zu verarbeiten. Sie wird vorerst als Orakel im Vor. Okay, alles klar. Dann steht die halt wirklich im Forum. Dann würde ich mal sagen, besuchen wir mal wieder Kaya und packen die mal ein. Safe hat sie auch noch eine Quest für uns, aber erstmal einpacken und dann machen wir weiter Hauptquest. Nachdem ja mein Sohn keinen Bock darauf hat, die Welt zu retten. Feige Sau. Ich meine, wie cool wäre das denn eigentlich, mit seinem Sohnemann da hier durchzulaufen und alles zu erledigen? Banditen? Ah, das kennt man schon, ja. Den Banditen, vielleicht ist es noch so eine Nebenquest. Mal schnell eingesackt. Momentan nicht so wichtig. Fühlt sich irgendwie komisch an, allein unterwegs zu sein. Normalerweise ist mir irgendjemand immer hinterher gedackelt. Aber gut, das ändern wir ja jetzt. Justin, was geht ab? Sie würden einen guten Detektiv abgeben. Dankeschön, Justin. Danke für die nette Unterhaltung. Und vor allem danke dafür, dass es so kurz war. Obwohl, ein paar mehr Quests mit den kleinen Kitties hätte ich auch gefeiert, tatsächlich. So ein paar mehr Detektiv-Quests wäre schon cool gewesen. Halt, wo laufe ich denn hin? Das ist wieder typisch, ne? Alter, was ruckelt denn das heute so? Das ist wieder typisch. Auch im Real Life. Egal wo ich bin, ich laufe immer zuerst zur Bar. Beziehungsweise zur Taverne. Immer ans Saufen denken. Nee, so schlimm bin ich da eigentlich gar nicht mehr. Früher ja. Früher war ich ganz schlimm. Kaya! Später. Ich habe jetzt mit meinem eigenen Kram genug zu tun. Alles klar, Kaya ist auf Selbstfindungstrip. Die kommt dann schon wieder auf uns zu. Lassen wir sie erstmal machen und dann packen wir jetzt doch dann ein Ding ein. Na? Ein Cyborg, wie heißt der jetzt? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Nicht Fox. Da. Falk. So hieß er, genau. Mitkommen. Mitkommen. Natürlich. Kannst du noch was lernen? Bei mir. Ich lehre dir, wie es ist, Mensch zu sein. Okay, okay. Dann. Achso, ja, wir müssen eh zu Adam. Okay. Adam, der alte Sack. Der Warlord Tiag ist dabei. Er wird sich um die Koordination unserer Kämpfer kümmern. Sehr gut. Ich schätze, wir können ihm vertrauen? Ich hätte ihn nicht vorgeschlagen, wenn ich glauben würde, dass er uns in den Rücken fallen wird. Sehr gut, weiter so. Schön, dann wären wir erst einmal gut aufgestellt. Die Bastion fängt an, Gestalt anzunehmen. Doch wir müssen uns noch weiter vorbereiten, auf diejenigen, die kommen werden, die Welt in Besitz zu nehmen. Ja, so etwas in der Art hast du früher auch schon einmal gesagt. Im Eispalast. Wenn ich so etwas von dir höre, frage ich mich, wie viel von der Hybridmaschine immer noch in dir steckt. Lass uns bei den Fakten bleiben, Jax. Paranoia steht dir nicht besonders. Wir sollten uns lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir haben lediglich einen Grundstein gelegt. Es gibt noch eine Menge zu tun. Bald werden noch mehr zu uns stoßen. Die sechste Macht wird ein Zufluchtsort und neue Heimat für viele Menschen werden.
Gut gemacht, Jax. Ich hatte nicht an dir gezweifelt. Die Spähtrupps der Skyens sollten erst einmal zurückgeschlagen sein. Du hast recht, es waren wenige. Das wird aber nicht lange so bleiben. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, das war doch mal ein guter Auftakt. Gute Arbeit. War es das jetzt? Beinahe. Ich will da noch eine Sache geklärt haben. Ich glaube, es wäre gut, wenn du dich jetzt erst einmal um die Sicherung der Bastion und deine Waffengefährten kümmerst. Geh zu Tialk, deinem selbsternannten Feldherrn, und kläre das. Erst wenn du das erledigt hast, werden wir uns weiteren Schritten widmen. Bestandsaufnahme. Hast du Aspirin? In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Okay, muss ich jetzt Vergiss immer nicht, nachhaken, deinen Teil der Abmachung einzuhalten. Aspirin oder ich kommst weiß, du dann auf deine mich zu? Infektion. Ich arbeite daran. Ich denke mal, das wird ein bisschen länger dauern. Wahrscheinlich so lange, bis diese komische Macht Besitz von mir ergriffen hat, wo es dann eh schon zu spät ist. Mal gucken. Adam ist ein alter Mann, der braucht halt diese Zeit dafür, ne? Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, war's das erstmal für heute. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen fürs Zusehen. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr in diesem Fall Falk und mir eine klitzekleine Bewertung da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.